Ja, lassen mich doch. Sie, Mistkerl. Nein, bitte nicht. So nah doch so. Und herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, groß und klein, bei der nächsten Ausgabe von Outlast, ihr 93 Joe hier. Ich bin fertig mit dem Spiel, ich zittere jetzt noch wie Espenlaub. Und das ist ein sehr schönes Bild. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum, tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Dieser Priester. Alter, Alter. Also, okay, ich habe davon gehört, dass wenn man Angst hat, dass einem die Zähne schlottern, aber das ist jetzt wirklich, jetzt reite das Hauptgeschoss der Männerstation. Jetzt merke ich. Hä, was ist das? Ja, da wurde mir doch was angezeigt, oder? Achso, da kann ich schieben. Ah, super, ein neues Element. Wir müssen schwere Sachen schieben, wahrscheinlich, um auch was zu blockieren. Echt? Ich bin sowas von fertig. Ach je, wieder ein blinder Typ. Servus! Na? Ich bin weg. Ich will dich gar nicht stören, Freundchen. Okay, immer nur kurzes Licht. Vielleicht hier Batterien? Batterien. Ich brauche Batterien, Freundchen. Ansonsten bin ich hier aufgeschmissen in der Dunkelheit, wo das Spielchen auf mich lauert. Ich bin sowas von fertig. Ich schlotter mir hier meine Gliedmaßen ab. Bricht da gerade jemand durch die Tür? Nope. Nope. Du bleibst draußen. Oh, Batterien. Halleluja. Batterien. Batterien. Aber lass mich raten, ich muss hier durch, oder? Ach, ich kann ich das überhaupt schieben? Ich glaube, ich muss. Okay. Das wird ein großer Fehler sein. Okay, da geht es nicht weiter. Das ist auch die Sache. Wo geht's weiter? Verdammt! Lass mich bloß in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe. Ich habe heute schon einen schlimmen Tag gehabt. Jetzt ist auch mit der Kanalisation. Okay, ab in den... Ah, super, das Krankenzimmer. Hey, ich möchte mich einschreiben. Ich bin hier... Zu lebendig? Zu lebendig? Was heißt hier zu lebendig? Moment mal. Sitzt da einer drin? Wer atmet da? Vertraulich. Her damit. Das heißt, da kann erstmal nichts passieren, denn ich muss es ja lesen können. Kostenbericht Projekt Warrider. Aha. Krankenbericht von Rick Twagger. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwerker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Erstkniffe noch. Er meint ja wahrscheinlich, er lernt die ganzen Kniffe erst noch. Deutsche Sprache ist schwere Sprache. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Project Warrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Hehehe, wir schwimmen im Geld wie in Wasser, meine Lieben. Er hat also Patienten
den kurzen Prozess gemacht haben, indem wir ja Geld haben. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Ah ja. Also das ist der Typ, der hat sich ja noch mal seine Nieren. Wo geht's denn hier weiter? Lasset mich rein, lasset mich rein. Machet hoch die Tür, die Tür macht weit. Wie komme ich denn da rein? Sind denn auch irgendwie... Ist hier vielleicht ein... Gibt's einen Durchgang? Aha, da habe ich dich entdeckt. Alle hopp. Gehst du hoch? Alle hopp. Ich habe mir doch gedacht, hier muss es doch einen Weg geben. Dödem, dödem, dödem. Achtung, Spinnen, hier kommt der Joho. Ne. Alle ab. Guten Tag, der Herr. Oh, super. Ah, super, super, super. Super. Alter. Und? Okay. Okay, ganz ruhig. Okay. Also ich glaube, ich bin schnell, ich bin gut, ich habe einen Überlebenssinn, Überlebenswillen, einen Sinn, wie, ich weiß auch nicht. Oh oh. Nope. Geronimo. Okay. Hier kommt mir nicht durch, hier kommt mir nicht durch. Heng! Wallrider? Ich bin doch nicht Wallrider. Dr. Dr. Wernicke? Moment, ist er nicht tot? Hoppala. Ist war der Wernicke nicht tot? Das weiß ich nicht. Höp. Schande. Okay, okay. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Und... Jump! Super, es ist noch nicht vorbei. Oh oh, da kommt er durch. Das ist schlecht. Also da kann ich nicht rein. Und ich will meinen Frieden, Leute, so lasst ihn mir doch. Dann könnt ihr auch gerne Geld haben. Okay. Und rein damit. Speichert. Das war knapp. Ist das dieser Doktor, von dem die Rede war? Bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever. You must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch? Have a little confab, blah, blah. Also der kommt mir ein bisschen klarer im Kopf vor. Okay, jetzt wird's kinky. Wo gehen wir denn hin? Ein kleiner Spaziergang? Doktor, Sie wissen, mit mir ist alles in Ordnung. Ich möchte gerne nach Hause. Meine Familie erwartet mich schon mit dem Abendessen, wissen Sie? Oh, ein Aufzug. Exit! Ja, nein! Ja, 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 da bin ich raus. Ja, lassen mich doch. Sie, Mistkerl. Nein, bitte nicht. So nah, doch so fern. Och, nö. Alter, das ist ein nettes Brotkörbchen, was sie da haben. Hält das auch die Brötchen zum Frühstück warm? Ach, bitte nein. Bitte nein. Kein verrückter Doktor. Ich will hier raus. Ich will raus. Ich will raus. Okay, okay, ganz ruhig. Okay, ich bin fertig, ich bin fertig, ich bin fertig. Ich will raus, ich will ausstecken, ich will ausstecken. Ich brauche Urlaub, bitte. Alter, es ist ein Spiel und es bringt mich fast auf den Verstand. Kill me.
Na super, ein Arzt, der hier... Die Zunge? Brich machen? Oh, also, das ist ja ein kleiner Witzbold, Herr Doktor. Oh Mann, ich bin fertig. Was haben Sie vor? Das ist meine. Das ist meine. Kommen Sie schon, bitte. Hallo. Ach, jetzt filmen Sie mich ein bisschen. Das ist dann, und ich kann nicht. Ich kann nicht die faule Pause. I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all this Bible thumping. Also ich bin von Natur aus verwirrt. Also es ist so real. Ich fühle mich, als wäre ich in Todesgefahr, Leute. Wenn sie wahrscheinlich am ehesten Gott so. Gott kann mir egal sein, da komme ich jetzt auch nicht. Murder is the simplest form, but what happens when all money is gone? Das ist meine Hand, die zittert. Was wird er mit mir machen? Oh nein, nicht der Schnitter! Oh, nein, nein! You paying attention? Don't pass that on me. There's still a lot for you to absorb. We made the consumer. This thing is gonna sell itself. Oh nein, die meine schönen Finger. Meine Ringfinger. Ich kann nicht heiraten. Mein Zeigefinger. Ich will was zeigen. Okay. Ja, übergib dich erstmal, Kumpel. Das würde ich jetzt auch machen. Und das alles haben wir auf Band, meine Lieben. Es tut mir leid, Leute, ich brauche eine Pause. Ich weiß, dieses Video ist kürzer, ich brauche eine Pause. Dieses Spiel ist ja wohl der verdammte Wahnsinn. Wahnsinn in Gestalt. Echt, ich habe einige Horrorspiele gespielt, aber so gezittert habe ich bisher noch nie. Da bringt's mir auch nichts, wenn ich meinem Gehirn sage, das ist nur ein Spiel. Keine Sorge. Es ist halt wirklich, das macht das mit der First-Person-View. Also, dass ich so sehe, wie als wenn ich da wäre. So wie ich jetzt hier alles sehe, so sehe ich es im Spiel. Und das macht es einfach so real. Und ich brauche wirklich eine Pause. Echt. Sonst kann ich vielleicht so 3 Videos aufnehmen von Horrorspielen, aber echt, bei Outlast, da kommen immer nur 2. Es tut mir auch wirklich leid, ich schaue, ob ich entweder demnächst dann weiter aufnehme oder ob ich wieder was anderes bringe, weil, ganz ehrlich, wenn ich weiß, dass ich das als nächstes aufnehmen muss, dann sagt mein Körper, nein, nein, ich will hier raus. Also, ich denke, als nächstes wird dann wahrscheinlich wieder Binding of Isaac kommen, das ist wieder ein bisschen, es ist zwar auch krass, aber nicht so krass wie das hier. Und nun ein verrückter Doktor, der sexy Schnitter. Habt ihr diesen Hintern gesehen? Boah, so kompakt und... Okay. Verrückt werden ist, glaube ich, hier keine Option. Verrückt werden oder nicht verrückt werden. Wenn man das hier spielt, ist man, glaube ich, schon ein bisschen verrückt. Und wenn man hier durch ist, ist man komplett... Ich denke, wenn man hier durch ist, ist man für einige andere Horrorspiele abgehärtet. Ich kann nicht weitermachen. Nicht heute. An irgendeinem anderen Tag. Aber nicht heute. Also, meine Lieben, ich hoffe, Ihnen hat der Part gefallen. Wenn Sie... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin sowas von fertig. Jemand hat mir mal unter einem Video geschrieben, er könnte solche Spiele nicht spielen. Und meine Antwort darauf, ich privat auch nicht. Aber für meine Zuschauer tue ich's. Was kriege ich hier? Was mache ich hier eigentlich? Ich mache mich ja selbst kaputt im Kopf.
Also, bis zum nächsten Mal bei Outlast. 93 Jovo, schreckenserfüllt. Ich hoffe, sie hatten Spaß. Und bis zur Fortsetzung. I love to entertain you. 93 Jovo. Tschüss and goodbye. Ach ja, stimmt. Kacke dort. Dies hat er mir abgeschnitten. Also, Tschüssikowski, das ist denn. Hätte er doch zumindest den hier noch mitgeschnitten, dann hätte ich hier die ganze Zeit Party machen können. Umtschicka, 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 umtschicka. Also, Tschüssikowski.